Das für die Abend TV hier bei mir diesmal Konsul Florian, Jahrgang 1988. Florian, seit der Winterübertrittszeit bist du beim ASK Jabing. Wie gefällt es dir bei uns hier in Jabing? Also mir gefällt es sehr gut. Ich bin froh, dass ich in der kurzen Zeit noch gewechselt habe. Spielkollegen und die Vorstandsmitglieder haben mich sehr gut aufgenommen. Wie gesagt, bin sehr stolz darauf, dass ich jetzt bei Jabing spielen darf. Zum heutigen Spiel, ein 1:1 gegen den SV Welgersdorf. Du warst der Goldtorschütze zum Ausgleich in der 85. Minute. Wie hast du selbst das Spiel gesehen? Erste Halbzeit haben wir sehr viele Fehler gemacht. In der Halbzeit hat uns der Trainer sehr gut aufgebaut. Dann hat sich das Spiel gut verbessert, leider ein Gegentreffer bekommen. In der 85. Minute war, wie gesagt, der Ausgleich durch meinen Schuss. Bin sehr zufrieden. Nächsten Sonntag spielen wir auswärts in Wolfau. Dir wird der Gegner selbst nichts sagen. Der SV Wolfau ist eher am hinteren Tabellendrittel zu finden. Dein Tipp für nächsten Sonntag? Naja, ich hoffe, dass wir vielleicht mal 3:0 gewinnen. Hinten, dass mal ein Nuller steht, dann wäre der Trainer mit unserer Leistung auch zufrieden. Eine Frage noch. Du hast ja einen berühmten Onkel, der Michi Konsul. Wie schaut das aus? Wie oft triffst du den Michael? Regelmäßig oder ist er eher nicht so oft in der Familie anzutreffen? Dadurch, dass es Familienprobleme gab, sehe ich die ganze Familie Konsul leider gar nicht mehr. Ist schade, aber kann man nichts machen. Alles klar, der ASK Jabing bzw. ASK TV dankt dir für deine Worte und wünscht dir alles Gute für nächsten Sonntag. Danke.